15 Jahre ist es nun her, seitdem die Studienbibliothek Linz zur Oberösterreichischen Landesbibliothek geworden ist. Nachdem vor 5 Jahren auch noch der Zubau und die Sanierung abgeschlossen waren, ging es so richtig bergauf. Unsere Landesbibliothek hat einen hohen Stellenwert, das sehen wir. Darum haben wir auch vor 15 Jahren vom Bund die Studienbibliothek übernommen, die sonst geschlossen worden wäre. Wir haben die Leserzahlen mehr als verdoppelt. Wir sehen, dass die Menschen dieses Angebot nützen, und ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken, die das Service für die Leserinnen und Leser leisten. Sichtbar gemacht wird das Jubiläum ab Einbruch der Dunkelheit an der Außenfassade durch eine Kurzfassung der Leuchtinstallation des Mediengestalters Peter Hans Felsmann. Die vollständige Installation findet sich dann innerhalb, im sogenannten Erlebnisraum Altes Buch. Ja, draußen wollen wir aussagen, kommt herein und schaut euch das an, was herinnen passiert. Denn herinnen passiert ja sehr, sehr viel. Erstens einmal wird über 7000 Jahre Schriftgeschichte erzählt, ein Thema, das, wenn man 100 Leute fragt, 99 unbekannt ist, wie das überhaupt entstanden ist, dass man aus lauten Zeichen formte. Und rein multimediatechnisch ist diese Installation hier etwas ganz Neues, denn mir bekanntlich hat noch niemand 5 Wände bespielt eines Raums, eines voll eingerichteten Raums, ohne Leinwände, ohne Bildschirme, wird einfach über die Einrichtung drüber gespielt, und trotzdem, Sie werden sehen, wenn Sie sich's ansehen, kommt das Thema voll durch. Die Landesbibliothek bietet einerseits Schätze wie mittelalterliche Handschriften, die gut behütet im Tresorraum aufbewahrt sind, und andererseits geht sie mit E-Books bereits moderne Wege. Die Landesbibliothek hat in etwa so 8.000 bis 10.000 E-Books, stark steigende Tendenz. Gleichzeitig haben wir aber unsere hausinternen Qualitäts-E-Books, das heißt, das sind Bücher, die aus dem Urheberrecht draußen sind, die produzieren wir selber. Und da sieht man, dass der Zugriff auf diese Bücher auch enorm genutzt wird. Erst gestern habe ich ein Handschriftenfragment, Parzival, 13. Jahrhundert, digitalisiert, wird von Studenten gebraucht, die eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Das ist natürlich, da ist das Medium toll. Ja? Das heißt, innerhalb von 5 Stunden war das draußen im Internet und wird in enormen Mengen nachgefragt. Egal ob auf Papier oder elektronisch, die Landesbibliothek ist mit ihrem breiten Angebot jedenfalls auch für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Und wer Angst hat, die Elektronik verdrängt den Buchdruck. In der Landesbibliothek werden sich immer Exemplare zum Anfassen finden.